Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Änderung des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im Vereinten Deutschland, Drucksache 19/3445 zu Drucksache 19/3276. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Zunächst hat der Berichterstatter das Wort, Herr Abg. Bauer. Es ist ein Gesetzentwurf, Sie müssen berichten. Ich habe hier einen. Kommen Sie zu mir. Nicht verzagen, Präsident fragen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beschluss und Bericht des Hauptausschusses zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Die Beschlussempfehlung lautet, der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE und der FDP bei Enthaltung der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Besten Dank. Danke schön, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Abg. Rentsch für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Der Rundfunkänderungsstaatsvertrag, gerade mit dem Kollegen Frömmrich noch bilateral darüber gesprochen. Normalerweise ist es so, dass wir das hier nur durchwinken. Deshalb müsste man sich eigentlich auch grundsätzlich fragen, macht das überhaupt Sinn, wenn man die Länder beteiligt. Wir haben in der letzten Debatte die Frage des Datenschutzes als Problem hier aufgerufen, und wir haben darum gebeten, weil nämlich im 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag neben anderen Problemen, die möglicherweise mittelstandsrelevant sind und auch wirtschaftsrelevant, vor allen Dingen die Frage des sogenannten vollständigen Meldedatenabgleichs verankert ist. Wir haben darum gebeten, bin Frau Kollegin Wolf als Vorsitzende des Hauptausschusses dankbar, dass wir den Datenschutzbeauftragten in den Hauptausschuss eingeladen haben. Und Prof. Ronellenfitsch war da. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich kann mich Frau Kollegin Ypsilanti und andere erinnern. Ich glaube, der Datenschutzbeauftragte hat selten eine so klare Aussage zu den vorgelegten Regelungen gemacht wie in diesem Fall, weil er nämlich klar gesagt hat, dass nicht nur die Datenschutzbeauftragten der Länder gesagt haben, dass es sich hier um eine aus ihrer Sicht verfassungswidrige Grundlage handelt. Er auch gesagt hat, sollte das Land diesem Staatsvertrag in dieser Form zustimmen, er davon ausgeht, dass er vor dem Bundesverfassungsgericht gekippt wird, Herr Kollege Frömmrich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir bei der Frage Datenschutz, gerade GRÜNE und FDP, auf einer Seite stehen. Und ich will auch mit Ihrem Argument, das ist ja alles nicht so schlimm, ein bisschen versuchen umzugehen, weil ich schon der Auffassung bin, dass man eine Debatte bei der Umstellung des Systems zum neuen Gebührensystem mal gucken soll, was damals gesagt worden ist. Und wenn man sich die Gesetzesbegründung heute anschaut, steht dort drin, grundsätzlich sind es nur redaktionelle Änderungen. Im neuen Absatz 9a wird zur Sicherung der Aktualität des Datenbestandes ein weiterer vollständiger Meldedatenabgleich vereinbart. Nach den bisherigen Erfahrungen kommt es regelmäßig im zeitlichen Verlauf zu einer Verschlechterung des Datenbestandes. Und deshalb ist hier ein neuer Datenbestand abzufragen. Mit dieser Argumentation, meine Damen und Herren, kommen wir von der einmaligen Regelung, die damals nur unter Vorbehalt getroffen worden ist, dass man einmal einen ordentlichen Datenabgleich macht, zu einer regelmäßigen Regelung, meine sehr geehrten Damen und Herren, die das Regelausnahmeverhältnis ins Umgekehrte verkehrt. Es ist nicht mehr die Ausnahme, es wird hier zur Regel. Und, Herr Kollege Frömmrich, eine Bitte. Erklären Sie mir dann nachher am Pult, wie man dieses Argument, dass der Datenbestand sich verschlechtert, bei der nächsten Änderung des 19, wahrscheinlich 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrages oder 21. wieder zurücknehmen will. Auch dann wird wieder dieser Meldedatenabgleich über die Meldeämter gemacht werden, meine Damen und Herren. Das kann mit Sicherheit nicht der richtige Weg sein. Und der Datenschutzbeauftragte hat recht. Das ist im Rahmen der Datensparsamkeit und der Frage, wie man mit Daten umgeht, der völlig falsche Weg, den die Länder hier gehen. Jetzt ist es ja in Ordnung, dass Sie uns nicht vertrauen. Das ist schade, aber das haben wir mittlerweile sozusagen haben wir uns daran gewöhnt. Dass Sie dem Datenschutzbeauftragten nicht vertrauen, wundert mich, weil er ja von Ihnen auch häufig hier beklatscht wird und Prof. Ronellenfitsch nun weiß Gott kein Hardliner oder Ideologe ist, sondern ein sehr vernünftiger Protagonist in dieser Frage, wie man mit dem Datenschutz umgeht. Aber ich hätte zum Schluss als Drittes gedacht, dass Sie wenigstens Ihrem eigenen Koalitionsvertrag vertrauen, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag, ich lese jetzt immer öfter drin, muss sagen, Sie hatten recht, es lohnt sich reinzuschauen, steht unter dem Punkt 2, Römisch 2, Medien, Datenschutz und Netzpolitik,
Den geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag wollen wir beibehalten. Jedoch die Datenerhebung, Verarbeitung und Speicherung im Zusammenhang mit der Beitragserhebung dabei auf ein Mindestmaß beschränken. Herr Kollege Frömmrich, ist das auf ein Mindestmaß beschränken? Ist das sozusagen das, was Sie mit diesem Koalitionsvertrag gemeint haben, oder machen Sie gerade das Gegenteil von dem, was Sie hier vereinbart haben? Ich glaube, Sie machen das Gegenteil von dem, was Sie hier vereinbart haben. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ob Ihnen das durchgegangen ist, ob Sie das Problem nicht gesehen haben, aber es war in der Hauptausschusssitzung genug Zeit, hier auch noch umzukehren. Und ich sage ganz offen, das Mindeste wäre doch gewesen, um mal auch ein Angebot zu machen, dass wir gemeinsam eine Resolution verabschieden, dass wir das nicht für richtig halten und noch klar machen unsere Position. Einfach zu sagen, da kommt ein Staatsvertrag, und den können wir halt nicht ändern, meine Damen und Herren. Das widerspricht meinem Selbstverständnis als Parlamentarier, und das sollte eigentlich auch dem grünen Selbstverständnis als Parlamentarier widersprechen. Insofern, wir können diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht zustimmen. Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, hier dagegen zu stimmen. Das, was der Datenschutzbeauftragte in, glaube ich, noch nicht dagewesener Klarheit zu diesem Punkt gesagt hat, sollte uns allen sozusagen auch ein bisschen Sensibilität verleihen. Ja, meine Damen und Herren, wir können gerne das Protokoll noch einmal auswerten. Ich war jedenfalls bei dieser Sitzung dabei und weiß auch, dass viele Kollegen dabei waren. Lassen Sie sich dort keinen Druck von einer Landesregierung machen. Sie sind dort unabhängige Abgeordnete und nicht Stimmvieh für einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Siebel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hatte im Rahmen der ersten Lesung der Beratung des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrages in der Tat die drei wesentlichen Säulen, die diesen Rundfunkstaatsvertrag ausmachen, durchaus nicht unkritisch, aber lobend seitens der SPD-Fraktion hervorgehoben. Das gilt einerseits für das online-basierte Jugendangebot, das jetzt im Rundfunkänderungsstaatsvertrag auch festgeschrieben wird. Wir haben dazu ja auch hier im Parlament durchaus Debatten geführt und hatten auch einen einstimmigen Beschluss des Hessischen Landtags, dass wir dieses online-basierte Jugendangebot machen wollen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Seherinnen und Seher, die Hörerinnen und Hörer des öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebots jetzt nicht mal sozusagen zur unteren Alterskohorte gehören unserer Gesellschaft, sondern eher zu den Älteren, also eher so in meiner Alterskohorte sich befinden. Das ist eine Chance und teilweise noch älter. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist eine Chance, auch neue Nutzerinnen und Nutzer für den Hessischen Rundfunk auch und natürlich auch für dieses online-basierte Jugendangebot zu gewinnen. Das Zweite, der seit vielen, vielen Jahren brachliegende Jugendmedienschutzstaatsvertrag findet, wie das denn so ist bei Staatsverträgen, jetzt eine Entsprechung, die nach unserem Verständnis in der Tat auch dazu beiträgt, dass dem Jugendschutz mehr und angemessener Rechnung getragen werden kann, als das vorher der Fall gewesen ist. Da sich das immer verändert, ist natürlich Jugendschutz auch eine Sache, die irgendwann noch einmal überarbeitet werden muss. Evaluierung des Rundfunkbeitrags ist erfolgt, und in dem Zusammenhang ist dann in der Tat im Hauptausschuss bei dieser sehr schmalen Anhörung etwas passiert, was mir zumindest in parlamentarischen Abläufen eher selten passiert, dass nämlich aufgrund einer Anhörung sich in der Tat etwas völlig verändert. Diese Veränderung hat Kollege Rentsch vorgetragen. Aufgrund der Einlassung des Hessischen Datenschutzbeauftragten ist uns allen, glaube ich, deutlich geworden. Ich weiß es nicht, ob es der Landesregierung nicht deutlich gewesen ist im Rahmen der Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten, dass also offensichtlich die Regelung der Datenerhebung und des Datenabgleiches in einer Art und Weise im Rundfunkänderungsstaatsvertrag geregelt ist, wie sie nach unseren Auffassungen und Anschauungen über den sparsamen Umgang mit Daten nicht vertretbar ist. Das ist in einer Klarheit gesagt worden. Herr Prof. Ronellenfitsch hat auch zum Ausdruck gebracht, dass alle Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer gesagt haben, das geht nicht, dass diese Intervention der Datenschutzbeauftragten offensichtlich auch in den Beratungen vorgelegen hat, wurde mir auch geschildert.
und dass ich dann zumindest, das habe ich auch in der Hauptausschusssitzung gesagt, zumindest erwartet hätte, dass es an diesem Punkt eine Protokollnotiz der Hessischen Landesregierung, auch natürlich anderer Landesregierungen, gibt. Ich finde gerade unserer Landesregierung, weil wir, wie ich finde, auch gemeinschaftlich mit der Frage des Datenschutzes immer mit großer Sensibilität umgegangen sind. All das ist nicht passiert. Und ich finde, dass das, was dort geschildert worden ist, finde ich eindringlich. Es ist nicht so, wie Florian Rentsch eben zum Ausdruck gebracht hat, dass dort ein Automatismus angelegt ist, dass in diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag auch weitere Datenabgleiche automatisch passieren. Das muss man sagen. Es geht in diesem Rundfunkstaatsvertrag um einen weiteren Abgleich der Daten. Aber es ist natürlich mit der Begründung, dass sich permanent Bevölkerung auch verändert, ziemlich logisch, dass sozusagen aus dem, wie es momentan gehandhabt wird, weitere Datenabgleiche automatisch erwachsen. Also das ist, also man müsste sich schon sehr drumherum meistern, um das anders zu sehen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir auch sowohl im Hauptausschuss in unserer Abstimmung als auch dann noch einmal in der Beratung in der Fraktion zu dem Schluss gekommen, dass wir diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag trotz der vielen Punkte, die wir für richtig halten, wegen des Datenabgleiches für nicht zustimmungsfähig halten, dass wir auch finden, dass die Landesregierung nicht in ausreichendem Maß auch Vorsicht hat walten lassen. Und deshalb werden wir uns der Stimme enthalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben mit diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag auch inhaltlich einige Probleme bezogen auf das Jugendangebot und vor allen Dingen auch bezogen auf den Jugendmedienschutz. Das Ganze ist aber aus Argumentationen, die jetzt schon zweimal hier vorgetragen worden sind, etwas in den Hintergrund getreten. Deswegen will ich mich auch wegen der späten Stunde darauf beschränken, noch einmal zu begründen, warum wir offensichtlich im Gegensatz zu anderen eine Anhörung unseres hessischen Datenschutzbeauftragten äußerst ernst nehmen. Mir ist es jetzt zwar auch nicht das erste Mal passiert, dass in einer Anhörung gesagt werden kann, was man will. Ein bereits vorgelegter Gesetzentwurf wird trotzdem nicht verändert, obwohl es gute Gründe gäbe, ihn zu verändern. Aber diesmal fehlt Ihnen, Sie werden ja gleich noch dazu reden, sogar der Hinweis darauf, dass andere Angehörte ja das Gegenteil behauptet hätten. Nein, es gibt keine gegenteilige Behauptung. Es gibt keine gegenteilige Aussage, sondern der hessische Datenschutzbeauftragte hat im Chor mit allen anderen Datenschutzbeauftragten klipp und klar gesagt, dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag widerspricht dem Grundsatz der Datensparsamkeit, weil ein erneuter Meldedatenregisterabgleich erfolgt. Er hat auch ganz klar darauf hingewiesen, dass in der Begründung zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag – nun wissen wir alle, dass wir die Begründung nicht mit abstimmen – aber dass in der Begründung schon der Verweis darauf ist, dass es zukünftig auf Dauer gestellt werden könnte, diesen Meldedatenregisterabgleich zu machen. Lassen wir die Begründung noch einmal kurz beiseite. In der Anhörung ist auf Nachfrage von Herrn Prof. Ronellenfitsch ausdrücklich gesagt worden, schon allein dieser erneute zweite Meldedatenregisterabgleich widerstößt gegen den Grundsatz der Datensparsamkeit. Und er hat uns eindringlich darauf hingewiesen, dass nach seiner Einschätzung und der Einschätzung der anderen Datenschutzbeauftragten aus diesem Grund dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag mit Erfolg beklagbar sei. Aus diesen Gründen lehnen wir als Fraktion diesen Änderungsstaatsvertrag ab. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Wolff, CDU-Fraktion. Frau
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es empfiehlt sich immer, die Zusammenhänge insgesamt darzustellen und nicht nur selektiv Dinge herauszugreifen. Ich will dieses auch machen, indem ich den Datenschutzbeauftragten zitiere mit dem, was er im Ausschuss zunächst gesagt hat. Er sagte, der 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag enthält datenschutzrechtliche Bestimmungen, die, ich zitiere nun, eine gravierende Verbesserung zum bisherigen Status quo bedeuten, dass nicht der Zugriff auf alle Stellen mehr möglich ist oder nur sehr selektive Datenzugriffe möglich sind. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, in der Folge dessen hat er an einem Punkt Kritik geübt, und das ist der Meldedatenabgleich, der jetzt hier in diesem Entwurf vorgesehen ist, meine Damen und Herren. Und das sollte man schon ehrlichkeitshalber sehr deutlich machen, dass diese beiden Aussagen im Zusammenhang getroffen worden sind und nicht so selektiv, wie das bisher dargestellt worden ist. Und, meine Damen und Herren, ich bin schon der Überzeugung, dass die komplette Umstellung des Beitragssystems es erforderlich macht, auch die erhobenen Daten zu konsolidieren, um zu sehen, ob das, was durch Umzüge, durch Versterben von Menschen, durch Wohnungsauflösungen und viele andere Dinge geschehen ist, mittlerweile sich abbildet in den Daten, die sowieso geliefert werden, oder ob Daten schlicht und einfach verloren gegangen sind und wir damals damit in eine Situation hineingekommen sein könnten, dass erneut eine Beitragsungerechtigkeit eingetreten ist. Und dieses zu wissen, meine Damen und Herren, das sollte schon Anliegen eines Parlaments bei aller Datensparsamkeit sein, dass wir beide Dinge im Blick behalten, die Datensparsamkeit, aber auf der anderen Seite auch die Beitragsgerechtigkeit, für die wir Verantwortung tragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und insofern will ich auch noch einmal betonen, dass was ja alle dann so insgeheim gesagt haben, dass ein einmaliger Meldedatenabgleich in diesem Staatsvertrag vorgesehen ist. In der Begründung ist eine Eventualität aufgezeigt, dass das vielleicht je nach Ergebnis der Evaluation auch weiterhin notwendig sein könnte. Aber dem steht zunächst einmal ein weiterer Staatsvertrag zwischen allen Ländern voran. Und es muss erneut beschlossen werden. Und ich denke, dass dieses auch in einem derzeitigen Gesetzgebungsverfahren eines Rundfunkänderungsstaatsvertrags deutlich sein muss, meine Damen und Herren. Und ich will auch ein weiteres sagen. Der Datenschutzbeauftragte hat diese Kritik geübt, und wir nehmen sie ernst. Aber ich will auch sagen, die Datenschutzbeauftragten alle gemeinsam haben diese Kritik auch beim letzten Mal vorgetragen. Und wir können mittlerweile feststellen, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof, der Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz und mehrere Oberverwaltungsgerichte dem letztlich stattgegeben haben in ihrer oberen Rechtsprechung. Und auch das, meine ich, könnte man in die Waagschale werfen, wenn es um die Beurteilung geht. Meine Damen und Herren, im Übrigen glaube ich, dass wir gewichten sollten, was dieser Staatsvertrag vorsieht, im Blick auf die Punkte, die auch Kollege Siebel noch einmal angedeutet hat. Wir werden die Rundfunkbeiträge auf höchstens ein Drittel absenken für privilegierte Einrichtungen, für gemeinnützige Einrichtungen, für Einrichtungen auch der Sicherheitsorgane. Wir werden im Bereich des Jugendmedienschutzes eine Medienkonvergenz auch in die Rechtsform übernehmen, die bedeutet, dass egal welcher Art das Medium ist, die gleichen Altersbeschränkungen gelten und dass diese Altersbeschränkungen auch entsprechend mit Jugendschutzmaßnahmen entsprechend unterlegt werden können, die dann aber auch technikneutral sein sollen. Also nicht für jede Neuerung, die technisch sich abbildet, muss wieder neu verhandelt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und diese Punkte, die auch in diesem Staatsvertrag geregelt werden, mit der einigermaßen Ausräumung der Bedenken, die in der Anhörung vorgetragen worden sind, führen uns doch sehr überzeugt dazu, dass wir diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Frömmrich, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Kollegin Wolff ausdrücklich dankbar, dass sie in dieser Debatte abgeschichtet hat und mal ein paar Dinge klargezogen hat.
Ich will auch gleich auf die Frage des Datenschutzes eingehen. Es ist auch eine wichtige Frage, die angesprochen worden ist. Und in der Tat, der Datenschutzbeauftragte hat das in der Ausschusssitzung kritisiert und hat auch gesagt, dass das als Stellungnahme den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorgelegen hat. Aber ich will ja auch einmal betonen, dass er genau das gesagt hat, nämlich vorab genau das gesagt hat, was die Frau Kollegin Wolff hier angeführt hat. Er hat am Anfang gesagt, dass er betonen will, dass in diesem Staatsvertrag eine Fülle von Verbesserungen im Bereich des Datenschutzes umgesetzt werden und dass er das ausdrücklich begrüßt. Das kann man nicht einfach wegnuscheln, wenn man an einem anderen Punkt hier Kritik üben will, meine Damen und Herren. Kritik, meine Damen und Herren, nehme ich ausdrücklich ernst. Wenn der hessische Datenschutzbeauftragte, und das ist nicht so, wie Kollege Rentsch gesagt hat, dass er Herrn Ronellenfitsch noch nie so klar gesehen hätte, ich finde, bei vielen Begegnungen mit dem Datenschutzbeauftragten, dass er immer sehr klar ist und dass er immer sehr genau formuliert und dass er sehr genau die Rechte des Datenschutzes vertritt und auch durchsetzt. Das hat er in diesem Fall auch getan. Aber ich will noch einmal daran erinnern, das haben die Datenschutzbeauftragten der Länder auch getan, als der Staatsvertrag von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten worden ist. Und da gibt es die Frau Kraft als Ministerpräsidentin, der das vorgelegen hat. Da gibt es Frau Dreyer als Ministerpräsidentin, der das vorgelegen hat. Da gibt es Herrn Ramelow als Ministerpräsidenten, dem das vorgelegen hat. Also offensichtlich gab es doch innerhalb auch der Ministerpräsidentenrunde Überlegungen zu sagen, dass man trotz der Einwendungen der Datenschutzbeauftragten zu der Regelung kommen sollte. Frau Kollegin Wolff hat es gerade schon gesagt. Diese Kritik ist auch beim ersten Staatsvertrag vorgetragen worden. Und mittlerweile ist es auch gerichtlich ausgeurteilt, dass die Kritik, die seinerzeit geäußert worden ist von Gerichten in Rheinland-Pfalz und in Bayern, meines Wissens, dass diese Kritik so nicht gesehen worden ist. Gleichwohl will ich hier für mich und für meine Fraktion hinterlegen, dass wir dieses Verfahren, aus Erwägungen, die ich gleich noch einmal erläutern werde, dass das noch einmal akzeptiert werden kann. Aber ich will ganz deutlich sagen, dass ich nicht sehe, dass dieses Verfahren zum Regelfall werden sollte und dass es regelmäßige Abgleich der Datenbestände geben kann. Das kann nicht sein, und das will ich hier ausdrücklich für zukünftige Debatten hinterlegen. Aber ich will noch einmal in Erinnerung rufen, worum es hier geht. Es geht hier immerhin darum, nachdem man ein Gebührensystem vollkommen umgestaltet hat, auf ein Beitragssystem, einmalig Daten abgeglichen hat und jetzt noch einmal schauen will, ob das, was man an Daten hat, ob das valide ist, ob da nachgesteuert werden muss und ob da gewisse Leute einfach durch das Rost fallen. Und das hat auch etwas mit Beitragsgerechtigkeit, will ich mal sagen, zu tun. Und wenn man hier das mal so kurz beiseite tut, es geht hier immerhin, wenn man das in der Begründung liest, immerhin bis um 20.000 beitragspflichtige Wohnungen, womit man schätzt, dass es da Unregelmäßigkeiten gibt, dass man da noch einmal schaut, und bis 2020 um ein Gebührenaufkommen von immerhin 750 Millionen €. Jetzt kann man sich natürlich hier hinstellen und kann sagen, das interessiert mich erst einmal gar nicht, aber spätestens beim nächsten Beitragsstaatsvertrag, den wir hier diskutieren, wird dann die Frage zu stellen sein, um wie viel Cent wir diese Beiträge erhöhen müssen. Und dann weiß ich schon ganz genau, wie die Debatten hier aussehen. Von daher, das ist eine Ausnahme, um noch einmal zu gucken und zu evaluieren, ob das Datenmaterial, das man hat, ausreicht. Aber dann ist auch Schluss. Wir wollen auf keinen Fall, dass das zur Regel wird, meine Damen und Herren. Und ich will hier noch einmal, weil das droht ja leider in der Debatte unterzugehen, zu sagen, was wir hier für einen Staatsvertrag haben, mit dem wir wirklich viele Sachen, die über Jahre diskutiert worden sind, zum Abschluss bringen. Wir werden bei ARD und ZDF ein Jugendangebot implementieren, was wirklich ein wirklicher Schritt nach vorne ist. Über Jahre haben wir darüber gestritten und geredet. Hier in diesem Staatsvertrag ist es hinterlegt. Das ist ein guter Schritt. Wir werden im Bereich des Jugendmedienschutzes eine ganze Menge unternehmen. Ich erinnere einmal daran, dass ein
Staatsvertrag, Jugendmedienschutz, Staatsvertrag seinerzeit am Veto Nordrhein-Westfalens gescheitert ist, dass wir dann eine Riesendebatte gehabt haben, wie organisieren wir das neu. Ich glaube, wir haben das in diesem Staatsvertrag ganz gut hinterlegt. Wir sichern Kollege Frömmrich, Sie müssen bitte zum Schluss sofort zum Ende. Wir sichern hiermit auch Jugendschutz.net ab, und wir werden da Regelungen treffen. Und auch im Bereich der Gebühren haben wir Senkungen vorgesehen nach der Evaluation. Das gilt für die Betriebsstätten, das gilt für privilegierte Einrichtungen, gemeinnützige Einrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Feuerwehr, Polizei, Zivil- und Katastrophenschutz. Ich finde, das darf bei der Debatte, die wir hier zu Recht geführt haben, um den Datenschutz nicht untergehen. Ich hinterlege das noch einmal. Im Bereich des Datenschutzes werden wir beim nächsten Mal genau hinschauen. Das soll nicht der Regelfall werden. Aber ich glaube, insgesamt haben wir einen guten Staatsvertrag. Und deswegen werden wir zustimmen. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Wintermeyer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hatte Ihnen den Entwurf für ein Zustimmungsgesetz zum 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorgelegt, der heute in zweiter Lesung zur Abstimmung steht. Es erstaunt mich schon sehr, dass wir hier in der Debatte nur den einen oder anderen, insofern darf ich Herrn Frömmrich ausdrücklich erwähnen, auch Frau Wolff, Redner haben, der sich mit den wirklich guten, positiven Inhalten dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrages auseinandersetzt, nämlich dem gemeinsamen Jugendangebot, über das wir jahrelang gestritten haben, jahrelang gekämpft haben, dass es nicht so teuer wird, wer es macht und so weiter und so weiter. Es ist erledigt, und es wird ein, vor allen Dingen, da haben wir Hessen drauf Wert gelegt, ein Jugendangebot erstellt werden, das auch die Kanäle der Jugend nutzt. Wenn ich daran denke, dass wir erstmals über die Frage Jugendangebot gesprochen haben, dass es nur über normalen Fernseher zu empfangen ist, das hätte kein Jugendlicher sich angeschaut. Das ist geregelt worden, und genauso die seit langem, langem fällige Modernisierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages. Da werden die Altersstufen der Jugend, des Jugendschutzgesetzes des Bundes und des Jugendmedienschutzstaatsvertrages vereinheitlicht und auch die Anforderungen an die Jugendschutzprogramme präzisiert, nämlich dass sie sich Jugendschutzprogramme an den stetig fortschreitenden technischen Entwicklungen messen lassen müssen, also dass nicht einfach irgendwas an Jugendschutz gemacht wird, das dann aufgrund der modernen Technik innerhalb kürzester Zeit wieder verändert ist. Also insofern eine moderne Regelung, die wir dort vorgeschlagen haben. Und schließlich finden Sie in dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag die Schlussfolgerungen aus der Evaluierung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages Eingang. Ich möchte in Kürze auch noch auf die Bedenken, die der von mir sehr hochgeschätzte Datenschutzbeauftragte gegen die Verfassungsmäßigkeit einer vollständigen Datenübermittlung im Jahre 2018 geäußert hat, kurz eingehen, weil es auch sehr breiten Raum hier in der Debatte gehabt hat. Herr Siebel und Herr Dr. Wilken haben darauf hingewiesen, dass so etwas ja ohne Protokollerklärung und sonstige Dinge gemacht wird. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen als Landesregierung die Anhörungsunterlagen der Ministerpräsidentenkonferenz zugeleitet, der Rundfunkkommission zugeleitet, aus denen Sie sicherlich, wenn Sie sie gelesen haben, das unterstelle ich, herauslesen können, dass eine Abwägung und auch eine Abwägung bezüglich dieses Datenabgleiches natürlich gemacht worden ist. Wir wussten um die Probleme, auch darum in der Abwägung, was wollen wir Daten über Datenschutz im weitesten Sinne oder Datenerhebung auf der einen Seite und eine Beitragsgerechtigkeit auf der anderen Seite haben wir abgewogen. Und diese Abwägung ist relativ eindeutig ausgefallen, nämlich weil neben Hessen haben noch 15 andere Bundesländer diesem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zugestimmt. Die Ansicht unseres Datenschutzbeauftragten teile ich explizit nicht. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz kurz darauf hinzuweisen, worum es bei der Durchführung eines weiteren Datenabgleichs 2018 geht. Erstens. Die Länder haben in dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag lediglich vereinbart, im Januar 2018 einen, das muss man betonen, einen weiteren Datenabgleich durchzuführen, der anschließend evaluiert wird. Erst am Ende dieser Evaluation soll im Länderkreis entschieden werden, ob, das betone ich auch noch einmal, ob und wie, wenn ein regelmäßiger Datenabgleich dauerhaft im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verankert werden soll. Und der müsste Ihnen wieder vorgelegt werden. Also wir beschließen hier nicht einen dauerhaften Datenabgleich. Zweitens. Ohne die Durchführung eines weiteren Datenabgleichs im Jahre 2018 besteht die Gefahr, dass durch den ersten Datenabgleich gewonnene Datenbestände erodieren.
Die Rundfunkanstalten gehen bei ihrer Schätzung davon aus, dass im Jahr, Herr Frömmrich, 200.000 beitragspflichtige Wohnungen trotz der regelmäßigen Datenübermittlung durch die Einwohnermeldeämter aus dem Teilnehmerbestand herausfallen, sodass sich, wie gesagt, ein Beitragsausfall von immerhin 750 Millionen €, das ist eine Dreiviertelmilliarde, ergeben könnte. Und ob es da tatsächlich dazu kommt, das kann man nur mit Gewissheit feststellen, wenn ein vollständiger Datenabgleich nochmals gemacht wird. Drittens. Die von den Meldeämtern im Datenabgleich übermittelten Daten decken sich im Wesentlichen mit den Angaben, die der Beitragsschuldner ohnehin nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gegenüber den Rundfunkanstalten zu machen haben. Darauf haben wir auch den Datenschutzbeauftragten hingewiesen. Außerdem werden im Rahmen des vorgesehenen Datenabgleichs weniger Daten übermittelt, als dies bei der seit Jahren stattfindenden regelmäßigen Datenübermittlung durch die Einwohnermeldeämter der Fall ist. Und viertens. Die Durchführung eines weiteren Meldedatenabgleichs im Jahre 2018 ist nach dem Dafürhalten aller 16 Bundesländer auch verhältnismäßig. Denn im Regelfall dürften die übermittelten Datensätze Beitragsschuldner betreffen, die bereits im Teilnehmerbestand erfasst sind und ihren Anzeigepflichten nachgekommen sind. Diese Daten werden nach dem maschinellen Abgleich im Übrigen sofort gelöscht. Meine Damen und Herren, nach alledem bitte ich Sie um Zustimmung zu dem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der bereits mehrere Landesparlamente, nämlich Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, also unterschiedlicher Couleur regiert, zugestimmt haben. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung in Tagesordnungspunkt 10. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Gegenstimmen? Die Fraktionen von FDP und LINKEN Enthaltungen? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.